So, meine lieben Freunde, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Dokkan Battle Video. Bevor das Video losgeht, wollte ich einfach nochmal Danke sagen für das letzte Video, für das ganze Feedback, was ihr mir da gegeben habt und auch für die ganzen Glückwünsche nochmal. Das ist der zweite Teil des 50.000 Abonnenten Spezial, in Klammern sagen wir es einfach mal so. Mich würde es auf jeden Fall übertrieben freuen, wenn ihr es hier schafft, 1500 Likes dazulassen. Das sollte für euch wirklich keine große Arbeit sein, wenn ihr da einfach mal zusammenhaltet als Community. Da wird es dann auf jeden Fall klappen und dann denke ich, dass ich vielleicht nochmal ein Dokkan-Battle-Video raushauen kann. Deswegen, es liegt an euch, Freunde. Und dann wünsche ich jetzt euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Dokkan-Battle-Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, wir sind immer noch bei dem Super Saiyan 4 Banner. Der ist auf jeden Fall am Start. Wir haben im letzten Video auf jeden Fall bei Goku gezogen, haben da 1400 Steine ausgegeben. Das Video ginge satte 1 Stunde in 20 Minuten. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es ging wirklich drunter und drüber. Es gab wirklich alles Mögliche. Volle Emotionen in diesem Video. Mal gucken, ob wir das in diesem Video betreffen mit den Steinen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Accounts zugesendet bekommen. Die werde ich jetzt einfach so gut es geht natürlich verwenden. Ob wir jetzt über 1400 Steine nochmal kommen oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich versuche auf jeden Fall jetzt hier nochmal einen XXL-Part rauszuhauen. Mit meinem Account kann ich leider nicht ziehen, weil ich einfach keine Steine mehr habe. Und global spiele ich ja selber persönlich gar nicht mehr. Ich spiele ja nur noch JP. Deswegen ist das sowieso gar nicht möglich. Aber ich würde mal sagen, wir labern jetzt gar nicht so viel. Wir gehen gleich mal zu diesem Summon. Und wir werden heute nur bei Vegeta ziehen. Ja, Freunde, habt ihr gut erraten, hä? Also ich weiß, dass die meisten hier auf jeden Fall gerne bei Vegeta gezogen haben. Hier allein schon wegen Rose und Blue und hier da oben Baby. Da sind auf jeden Fall schon ordentliche Charaktere dabei. Das muss man einfach mal hier lassen. Kann man kurz mal drüber gucken. Blue, Vegeto, Rose, Golden Freezer, GT Trunks. Also die sind auf jeden Fall auch mit dabei. Und Super Baby 2. Also hier würde ich auch schon fast sagen, man kriegt hier schon fast die besseren Charaktere. Ob jetzt Super Saiyan 4 Vegeta besser ist als Goku, sei mal dahingestellt. Muss jeder für sich entscheiden. Aber ja, hier kriegt man auf jeden Fall auch einiges geboten. Aber ich würde mal sagen, legen wir direkt mal los. So, wir haben 164 Steine, die dürfen wir natürlich alle ausgeben. Und ich hoffe und bete jetzt auf jeden Fall, dass wir gleich hier den geilsten Start hinlegen. Ich meine, im letzten Video haben wir es auf jeden Fall geschafft. Satan auf der linken Seite, leider mit Saiyajin. Das ist kein gutes Omen. Aber vielleicht kriegen wir ja trotzdem irgendwas Gutes. Aber das werden wir erst jetzt sehen. So. Wir haben als erstes natürlich Bojack, wie auch immer. Dann haben wir Goku. Cell Junior. Dann haben wir noch Mr. Satan. Oh, Saiyaman. Babam. Oh, Mann. Dann haben wir natürlich Shen. Oh, Mann. Also bis jetzt leider noch nichts Gutes. C19. Gohan. Ja, im True, es wird immer schlechter. Jetzt kommt Trunks. Oh, ja, 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 ja. Okay, für 25 Steine, gut. Wenn man da was Gutes sieht, ist es natürlich super, ist klar. Aber, ja, ich würde sagen, das ist noch verkraftbar mit 25 Steinen, dass man jetzt nur so einen Müll hier gezogen hat. Aber mal gucken, vielleicht kommt da nochmal was Besseres. Gott, ist das belastend. Ich muss ja jetzt immer runtergehen. So. Nicht, dass ich da nachher mal einen Fail mache und dann plötzlich beim Goku-Banner da ziehe. Das wäre nämlich nicht so prickelnd. Aber gut, machen wir direkt weiter. Wir haben gleich die Release-Schrift. Ja, Freunde, dieses Video entsteht gleich nach dem Video, was schon letztes Mal online gekommen ist. Also ich habe wirklich fast gar keine Pause gehabt, bis auf ein paar Stunden. Konnte ich doch noch schneiden, nachdem ich mein Video geschnitten hatte. Aber es geht hier direkt los. Das Wochenende ist auf jeden Fall richtig, richtig stressig, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, da muss ich halt dieses Mal einfach mal durch. So, Pan haben wir auf jeden Fall auch mit dabei. Und dann haben wir Gohan. Ist jetzt leider noch gar kein SSR gehabt, das finde ich ein bisschen schade. So, dann hätten wir Yamcha. Goku, oh Gott, ey, das... Ah, wir haben schon einen. Oh, 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 da haben wir den Goten aus dem Broly-Film, müsste das, glaube ich, sein, mit dem Brüder, mit, beziehungsweise mit dem Familienkamehameha, so rum. Brothers Wish, so heißt der. Ja, der hat mittlerweile auch, glaube ich, TOR, oder? Ja, doch, der müsste... Ich weiß nicht, ob der schon den Global TOR hat, aber in JP hat er auf jeden Fall TOR. Wie gesagt, ich bin bei Global nicht up-to-date, deswegen keine Ahnung. Aber der bekommt auf jeden Fall TOR, falls es noch nicht in Global haben sollte. So, Tenshin Han. Und wir bekommen noch ein SSR, und zwar Bardock. Ja. Frontline Battle Bardock. Guy and Ape. Sieht nice aus. Gefällt mir. So, hätten wir schon zwei SSR. Das ist doch schon mal ein guter, ja, Start, können wir es nicht mehr nennen. Ich meine, wir haben jetzt schon hier ein paar Summons gemacht. Ja,
Aber wenigstens schon mal zwei SSR, auch wenn es auf jeden Fall keine Banner-Charaktere sind. Aber wenigstens haben wir auf jeden Fall was bekommen. So, gehen wir direkt mal wieder zurück. Und sind jetzt hier direkt mal beim dritten Multi. So, er hat noch 109 Steine. Da kann er ein Free-Multi machen. Ja gut. Ja gut, das müsste reichen. Ich glaube, jetzt nach dem Free-Multi nochmal zwei Multis und ein Single können wir machen. So, mal gucken. Also die Chance besteht auf jeden Fall noch irgendwie, den Super Saiyan 4 Vegeta zu bekommen. Oh, it's over, Freezer. Also ich denke mal, wir haben hier garantiert jetzt irgendwas. Mal gucken, vielleicht kommt er ja jetzt sogar. Das wäre echt ein geiler Zufall, weil beim letzten Video, beim ersten Account, haben wir auch Goku direkt bekommen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch hier beim ersten, weiß ich, bei diesem Video, bei dem ersten Account auch den Banner-Charakter, den Hauptbanner-Charakter zu ziehen. Wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Haben wir Goten. Dann haben wir natürlich wieder Kakao. Oh Mann, dann wieder diesen hässlichen Dodoria. Ich finde den so, keine Ahnung, der ist einfach scheiße. Dann haben wir natürlich Dr. Gero mit dem Würgegriff, so richtiger Star Wars-Fan und so, ihr wisst Bescheid. Krillin. Trunks. Bis jetzt, ich weiß nicht, wo bleibt der Charakter? Was ist hier mit It's Over Freezer? Da ist er. Und es ist Blue Vegeta mit Golden Freezer im Hintergrund. Burning Theory. Super Saiyan God. Super Saiyan Vegeta. Sieht nice aus. Ich mag das so mit diesem Hintergrund mit Freezer. Hat was. Gefällt mir. Gut. Hast du auf jeden Fall einen weiteren Charakter bekommen. Ich denke mal, du bist ja sowieso Level 33. Du hast jetzt sowieso nicht so viele SSR, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe mir das jetzt auch noch gar nicht angeguckt bei dir. Aber gut. So, wir können jetzt auf jeden Fall den Free-Multi machen, genau. Und dann können wir noch ein Multi in ein Single machen. Genau, so machen wir das. So. Kriegen wir hin, Freunde. Kriegen wir hin. Ich bin guter Dinge. Wir kriegen das hin. Satan, rechte Seite. Absolut uncool. Satan, du sollst auf der linken Seite sein und Goku bitte nicht Super Saiyan gehen, dann kriegen wir meistens, oder wir kriegen dann safe einen SSR. Aber es sei uns nicht gegönnt. Es sei uns nicht gegönnt. Wir haben es auf jeden Fall das letzte Mal geschafft, bei einem Multi keinen Super Saiyan zu bekommen. Und das ist auch sehr gut, weil das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr komisch, wenn man das nicht hinkriegt. Bei einem Single ist das normal, da kriegt man es meistens nicht hin, aber da hat es dann auch nichts zu bedeuten. Aber bei einem Multi keinen Super Saiyan zu haben, da hast du meistens dann auch einen SSR. So, Bata. Bis jetzt leider wieder nur Mist dabei. Aber ist auch nur der Free Multi. C18, Tambourin, Freezer zweite Form, Nappa, Oop. Dann haben wir hier natürlich C17. Also, es sieht absolut uncool aus. Raditz kann ich absolut nicht mehr sehen in diesem Banner. Wirklich, das ist so die reinste Pest in meinen Augen mittlerweile schon. Aber gut, da müssen wir jetzt auf jeden Fall die paar Mal noch durch. So, weiter geht's. Letzter Multi und dann können wir noch einen einzigen Single machen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt einfach ziehe. Wenigstens einen Banner-Charakter. Wenigstens einen. Das kann ja nicht sein, dass ich keinen Banner-Charakter ziehe. Mein Glück ist ja nur bei meinem Account so kacke. Weißt du, wenn ich bei anderen ziehe, da ist es immer meistens so, dass ich was Gutes ziehe. Thank you, Dragon Balls. Also jetzt bekommst du auch wieder safe irgendwas. Wie gesagt, kannst du stolz sein. Ich krieg sowas nie hin mit meinen Accounts. Ich bin dafür geboren, in Dokkan Battle Pech zu haben. Das ist einfach so. Ja, wieder Dr. Gero. Ich bin mal gespannt, wen du jetzt hier gleich kriegst. Du kriegst noch Zarbon. Du kriegst noch Bata. Als ob du den nicht schon hättest. Videl. Dann nochmal Freezer in der dritten Form. Und du bekommst Super Baby 2. Das war der... Ich glaube, das war mein erster SSR, den ich in einem Video gezogen habe. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal das erste Video angucken, was ich jemals zu Dokkan Battle gemacht habe. Und das mal überprüfen. Wenn ich mich recht entsinne, müsste das der Banner von ihm gewesen sein. Und ich habe ihn damals bekommen. Ich glaube sogar als erstes. In dem ersten Multi oder was ich damals gemacht habe. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Nachgucken. Ich habe es aber nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, das war auf jeden Fall der. Könnt mich gerne verbessern, wie gesagt. So, Tabel. Dann haben wir Baby. Na gut. Also mit Super Baby kannst du auf jeden Fall... Super Baby 2 kannst du absolut nichts falsch machen. Der müsste jetzt, glaube ich, auch schon hier die KOR-Version haben. Ist auch ein Banner-Charakter. Also von daher hast du auf jeden Fall einen netten Charakter schon mal gezogen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch den Single. So, sollte reichen. Der letzte Single. Ich hoffe, es klappt, dass wir jetzt... Das wäre wirklich das Ultimativste, was wir jetzt hinkriegen könnten. Jetzt Super Saiyan 4 Vegeta zu ziehen. Komm. Und zack. So, Goku, zeig uns, was du drauf hast. Kein Super Saiyan, das ist aber bei Single meistens so. Und wir haben Dr. Gero. Wow. Geil, R-Charakter. Wow.
Wow, einfach nur wow. Okay, Freunde, leider kann ich keine weiteren Summons bei diesem Account machen, deswegen würde ich einfach auch direkt sagen, dass wir gleich mal rüber switchen zum nächsten Account und direkt weitermachen, dass wir einfach ein bisschen Zeit sparen und so viele Accounts reindrücken können, wie es einfach nur geht. Deswegen machen wir direkt mal weiter. So, Freunde, da sind wir auf jeden Fall auch schon wieder bei der Banner. Ich quatsch auch gar nicht so viel. Wieder bei Border EK oder EK oder wie auch immer. 275 Steine, die hauen wir alle bei Vegeta jetzt raus. Mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den jetzt hier mal endlich ziehen. Beim ersten Account hat es leider nicht geklappt. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Legen wir los. So, Summon. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich irgendwie den falschen Summon irgendwie anklicke, weil das immer so wieder sich eine Stufe hoch stuft so ein bisschen und ich wieder runter scrollen muss. Aber, naja. Irgendwie habe ich so das noch im Gefühl, dass ich es irgendwie noch hinkriege, dass ich beim falschen Banner noch einmal ziehe oder so. Das wäre echt belastend. Weil natürlich ich jetzt hier die Accounts nutze, die eben zu mir gesagt haben, dass sie eben beim Vegeta-Banner ihre Steine ausgeben möchten. Und da wäre das schon irgendwie so ein bisschen belastend dann. So, Babidi hatten wir gerade. Dann haben wir hier Burgos mit der Riesenstirn. Dann dieses Wildschwein wieder. Dann haben wir Guldo. Tenshin Han. Doggy Butter. Freezer in der ersten Form. Also beziehungsweise in der zweiten Form ist das ja. Seine erste Form ist ja die Standardform. So, Trunks. Dann haben wir Salsa. Dann haben wir Trunks wieder. Also Trunks ist auf jeden Fall ziemlich oft immer vertreten. Also ich weiß nicht, Gohan, Trunks und so, die haben echt die meisten Versionen, glaube ich, an random Charakteren und so ein Zeugs. Also es ist ganz schrecklich mit denen eigentlich. So, also der erste war gar nichts. Oh Gott, ey, ich hoffe, das geht nicht so weiter. Nee, bitte, das wäre echt kacke, wenn das so weitergeht. Ich will das nicht, dass das so weitergeht. Das wäre echt doof, wenn das so weitergeht. Pipapo. So, waren auf jeden Fall ein paar mehr Raumschiffe, glaube ich, wie vorher. Wenn ich mich recht entsinne. So, Super Saiyan 1, 2 und wir haben leider keinen Dreier. Mal gucken, wie viel Saiyan 3 Animationen wir eigentlich bekommen. Und wir haben gleich den ersten Banner-Charakter bekommen. Und zwar Super Saiyan Blue Vegeto, den ich selber auch ganz gerne haben möchte. Den habe ich bis jetzt leider auch noch nie gezogen. Sei es bei Global oder JP, habe ich ihn leider auch noch nicht. Ja, ich mag ihn. Ich will ihn. Irgendwann. Auf jeden Fall Glückwunsch schon mal. So, dann hätten wir C18. Also mit 30 Steinen den zu bekommen, ja, würde ich mich, glaube ich, auch extrem freuen drüber. Trunks, dann haben wir wieder Mr. Arschbackengesicht. Ganz ehrlich, warum ist so ein Charakter in diesem Spiel vorhanden? Wer nutzt sowas denn? Mal ganz ehrlich, nutzt das jemand von euch, so ein Charakter? Ist wirklich jemand so richtig stolz, den in seinem Team zu haben und sagen, hey, guck mal, ich habe so eine rosa Arschbacke in meinem Gesicht. Ganz ehrlich, das ist doch, ich weiß nicht, patch den Scheiß raus, den braucht doch keiner. So, Zaubern. Dann haben wir wieder Gohan und Jacko und Boo und kein SSR, bis auf den Blue Vegeto. Aber damit kann man sich auf jeden Fall zufrieden geben. Ist ein geiler Charakter. Ich nütze den immer gerne in den Turnieren. Ich weiß nicht. Das ist immer ganz gut. So. Dann machen wir direkt weiter. So. Damit hätten wir dann die ersten drei schon durch. Und wir könnten dann auf jeden Fall gleich das erste Free Multi machen. Ich finde es immer ganz geil, wenn es so Free-Multis gibt. Aber ich glaube, die meisten Free-Multis, die sind sowieso eingestellt, dass man da Scheiße kriegt. Das soll ja so ein bisschen dafür da sein. Hey, Leute, kauft euch Steine. Ihr bekommt beim dritten Mal, wenn ihr dreimal ein Multi gemacht habt, bekommt ihr einen kostenlos. So ein bisschen die Leute locken. Und ich glaube sowieso, dass die so ein bisschen von den Raids ja sogar noch mehr runter gesenkt werden. Das ist so meine Meinung einfach. Weil ich habe in Free-Multis noch nie was richtig Gutes gezogen, glaube ich. Also ich kann mich schwer daran erinnern, dass ich da mal was Gutes gezogen habe. So, Trunks, C17, C18, jetzt C19 vielleicht noch, Salsa, dann haben wir Dore oder wie auch immer, Vegeta, C16, also wir kriegen hier die ganze Cyborg-Mannschaft, dann haben wir Super Saiyan Gohan GT, Tau Bai Bai, ja, also das war auf jeden Fall auch nichts, das tut mir schon im Herzen weh, wenn ich das so sehe, ja, es tut wirklich im Herzen weh. So, aber kommen wir jetzt zum Free-Multi. So, vielleicht haben wir da doch hier mehr Glück. Man weiß es ja nicht, man munkelt. Freunde, man munkelt. Wir können nach diesem hier noch 3 Multis machen und 4 Singles. Also wie gesagt, die Chance besteht auf jeden Fall noch. Moment mal, wenn wir 3 Multis gemacht haben, können wir sowieso wieder ein Free-Multi machen. Also 4 Multis und 4 Singles. Das können wir auf jeden Fall bei diesem Account jetzt noch raushauen. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, die Chance ist echt noch da, auf jeden Fall was Geiles zu bekommen. So, Majin Buu Piccolo absorbiert. Dazu Spopovic.
Dann Piccolo. Und er bekommt einfach den nächsten Banner-Charakter. Ich fick mein Leben. Goku Black Super Saiyan Rose. Wie geil ist das denn, ey? Och man, ich will den auch haben. Ich hab den auch nicht. Piccolo. Dann Bulma. Oh, gefährlich. Hände hoch, Freunde. Alle Hände hoch. Ich schwör's euch, ich sehe das. Ich merke das, wenn ihr nicht Hände hoch macht. Hände hoch. Sie ist da. Sie schießt auf uns. Oh, oh. Belastend. So, Drum haben wir auf jeden Fall noch. Dann Pan. Ja, Mr. Satan. Den braucht natürlich jeder. Dann haben wir nochmal ein bisschen C19. Und das war auf jeden Fall... Ja, für ein Free-Multi ist das natürlich super. Ich meine, er hat hier einen Banner-Charakter bekommen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Machen wir direkt weiter. So. Bin mal echt gespannt jetzt, ob wir hier diesen Vegeta noch ziehen. Also den Goku haben wir ja gezogen im letzten Video. Ich will diesen Vegeta einfach auch so aus Prinzip ziehen. Verstehst du? Versteht ihr? Ich will den einfach so aus Prinzip ziehen. Ich kann fast gar nicht mehr reden, ey. Ich kann schon fast gar nicht mehr reden. So, dann haben wir wieder Doggy Butter. C18. Ru. Wiz. Oh Gott, Freunde. Ich sag dazu einfach nichts. Nappa, guckt euch das an, ey. Das ist ein Trauerspiel. Jinyu. Das ist so wirklich voll auf unseren Nacken hier drauf. Alle schlechten Charaktere. Videl. Dann haben wir noch Vegeta. Oh, Rico. Geil, Mann. Dein Arsch, ey. Gefällt mir. Richtig knackig, ey. Richtig knackig, du. Ich sag's dir. Kibito, Shin, Kai, wie auch immer. Also, das war gar nichts. Das war absolut gar nichts, ey. Das war ja wirklich ein Griff in die Toilette, wo noch Scheiße drin war, wirklich. Oh Mann, ey. Das tut richtig weh. So, weiter geht's. Scheiße. Das kann dann nicht so schwer sein. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich kann es auch nur wie im letzten Video sagen. Ich kenne halt nur diesen Mythos. Wenn man die ersten 3 Tage, beziehungsweise die ersten 2 Tage zieht, sind auf jeden Fall die Chancen noch höher, was zu bekommen. Wir haben Super Saiyan 3 Animationen bekommen, also wir bekommen safe irgendwas. Sind die Chancen auf jeden Fall höher und natürlich an den letzten 2 Tagen, beziehungsweise am letzten Tag des Banners, dass man da zieht, da sind die Chancen auf jeden Fall viel höher, wie wenn man zwischendrin irgendwann zieht. Deswegen, ich bin ja noch sozusagen am ersten Tag drinne, oder? Ja. Der Banner ist noch keine 24 Stunden da. Erst ab 21 Uhr und wir haben jetzt gerade mal 17 Uhr. Deswegen, ja. Bis jetzt wieder nur Kacke. Rico einfach mal doppelt bekommen. Satan mal wieder. Videl. Wo bleibt der SSR? Dann Yamu. Ich sag jetzt, der SSR kommt jetzt. Jetzt kommt er. Und zwar Pan. Auch ein Banner-Charakter. Glückwunsch. Pan GT. Kann man sich jetzt natürlich freuen drüber oder nicht? Ich meine, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber ist ein Banner-Charakter. Dann hast du Jaka noch bekommen und das war's dann auch schon wieder. So, geh mal wieder zurück. Wir können jetzt noch 2 Multis und die 4 Singles machen, genau. So, danach müssen wir den Free-Multi bekommen. So, und los geht's. 1, 2, komm nochmal 3. Aber jetzt wenigstens hier jetzt Over Freezer. Komm schon. Ach, verdammt, Mann. So, Zabon in seiner Modelform. C17. Den haben wir noch. Wir haben gleich mal einen geilen Ape bekommen. Und zwar Borgus. Ja, kann man sich drüber freuen. Oder ich, wie gesagt, ich feiere diese Artworks einfach. Ich mag die, keine Ahnung. Auch wenn sie nicht gut sind. Aber, naja, muss... Also, ich feiere es irgendwie, keine Ahnung. Glückwunsch an der Stelle, in Anführungsstrichen. So, Satan. Dann haben wir natürlich Hase Shenron. Ace Shenron. Dann hier Tora. Dr. Gero. Raditz. Das ist alles ein Schuss in den Ofen, ja. Jeez. Okay, da sieht das Artwork geil aus. Das kenne ich gar nicht. Sehe ich zum ersten Mal, glaube ich. Sieht aber nice aus. Dann haben wir Paragus, den hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Rollys Vater, nice. So, jetzt kommen wir zum Free-Multi. Free-Multi. So, nachdem noch die 4 Singles und dann hätten wir diesen Account auch wieder abgeschlossen, Freunde. Ja, so schnell geht das Ganze hier. Und los geht's. Release-Schrift ist mit dabei. Ich glaube, wenn Release-Schrift ist und ohne Super Saiyan, also da müsste ja das Ultimative der ultimativsten Dinge rauskommen. Oder? Ich glaube, da müssen echt krasse Sachen rauskommen, wenn ohne Super Saiyan mit Regenbogenschrift. So, Android 18.
Dann haben wir Lappen Gohan. Freunde, denkt dran immer, ich nenne nur diesen Sportanzug von Gohan immer Lappen Gohan. Die anderen Gohan sind mir alle egal, die können Gohan genannt werden. Aber das im Sportanzug, das ist für mich auf ewig, bis ich sterbe, Lappen Gohan. So, Dodoria. Dann haben wir Amont, genau. Buu. Ah, sieht für mich gut aus. Piccolo, komm schon, irgendwas. Tamburin, den haben wir noch. Trunks, sieht alles nicht gut aus. Wieder Tamburin, braucht kein Mensch. Satan, braucht erst recht keiner. Das war auf jeden Fall auch wieder ein Griff ins Klo, aber war ja auch noch der Free-Multi. Hätte ich mir denken können. Hätte ich mir einfach denken können. So. So, und los geht's. Hauen wir die auf jeden Fall raus hier. Das waren aber wenige Raumschiffe. Das waren nur 2 Stück, ey. Das war ein bisschen wenig. Da hätte man ein bisschen mehr raushauen können. Vielleicht reicht's ja für ein SSR. Mal gucken. Und der nächste ist Tenshin Han. Im James Bond-Style. Oh Mann, ey. Auf was für Ideen ich komme. Es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an, Freunde. So, weiter geht's. Es fängt schon wieder an, dass ich hier komplett am Rad drehe. Aber gut, das gehört einfach zu den Dokkan Battle Videos dazu. Umso länger die Videos gehen, umso verrückter werden sie. Ist einfach so. Akzeptiert das bitte. Dankeschön. So. Jeez. Gut. Ja, also kein Kommentar, wisst ihr ja Bescheid, gell? So, weiter geht's. Wenigstens muss ich nicht mehr drücken, kann hier gleich drücken, ey. Wenigstens kann ich das so machen. Dann erspare ich mir etwas Arbeit mit dem ganzen Runterscrollen und so. Aber gut. Und los, mein Sohn. Ich dachte gerade, Goku kein Super Saiyan, aber es sind ja bei den Singles, da ist es normal. Und da ist es meistens so. Nappa. Also, die Singles, ich weiß nicht, früher waren die Singles echt wirklich viel besser, aber mittlerweile sind die einfach nur scheiße. So, letzter Single. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt hier für den Border hier nochmal was Gutes ziehe. Satan, rechte Seite, schade. Kein Raumschiff, also das muss ja wirklich in die Hose gehen jetzt. Oder wir haben einfach das größte Glück jetzt und ziehen noch irgendwas Krasses, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Kein Raumschiff, Satan, rechte Seite, das kann nur scheiße werden. Ja, und es ist Yamchu. Ich weiß nicht. Geh weg, Yamchu. Kein Mensch will dich. Kein Mensch. Du darfst nicht beim Turnier der Kraft mitmachen. Nirgends. Du sollst sterben in DBS. Mein Gott. Gut, Freunde. Das war's dann auf jeden Fall auch wieder von dem Account. Ich hoffe, euch hat's bis hierhin jetzt schon mal gefallen. Wir machen auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Account. So, Freunde. Da sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Und zwar bei dem Account Son Kun. Da werden wir jetzt auf jeden Fall ziehen. Wir haben 230 Steine. Ich darf insgesamt 6 Multis machen. Mit den Free Multis dazu gerechnet schon. Und die werden wir natürlich auch machen hier bei diesem schönen Vegeta-Banner. Und ich würde mal sagen, direkt legen wir einfach los. Ich will keine Zeit verlieren. Und ja, mal gucken. Bis jetzt haben wir leider diesen Vegeta einfach noch gar nicht gezogen. Also da hatten wir es bei Goku auf jeden Fall einfacher. Muss ich ehrlich mal sagen. Da hatten wir es bei Goku auf jeden Fall einfacher. Mal gucken. Also diesen Vegeta, den möchte ich allgemein jetzt noch in diesem Video irgendwie ziehen. Scheißegal wie, sei es durch ein Multi oder Single oder... Keine Ahnung, dass es per Brieftaube hier reingeflattert kommt oder so, keine Ahnung. Und scheißegal, Hauptsache ich ziehe den noch irgendwie. So, B gerade am Start gehabt. Bata ist mit am Stissel. Gohan haben wir auch mal wieder dabei. Ist ja klar, den haben wir so oft dabei. Dann haben wir hier das Trio. Fusion Machine, Pilaf. Ich weiß nicht. Was haltet ihr also von Pilaf und seiner Truppe da? Ich bin nicht so ganz der Fan von denen. Also irgendwo nerven die so ein bisschen. Damals bei Dragon Ball Classic, okay, war noch angenehm, aber so ab DBS jetzt so, jetzt reicht's langsam. Also, nee, brauche ich nicht. Dr. Gero. Dann haben wir Fascha oder auch Fatma. Ihr kennt sie, Fatma, die alte Fatma aus den vergangenen Videos. Fatma! Und ja, legen wir weiter. Machen wir weiter, wollte ich sagen. Was für legen wir weiter? Dodoria. Dann haben wir Mutanoshi. Nochmal Bata. Son Gohan. Also, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Das fand ich nicht cool. Mach mal weiter. Ich will diesen verdammten Vegeta haben. Was ist daran so schwer? Wir haben Blue gehabt. Wir hatten den Trunks zum Beispiel. Den ziehen wir auch nicht gar nicht mehr. Diesen GT-Trunks. Diesen Banner-GT-Trunks. Den hatten wir im letzten Video hatten wir auch dutzende Male. Keine Ahnung. Also, die einzigen Banner-Charaktere, die wir bis jetzt hatten, wir hatten Ballgeist, sehr gut. Waren Blue Vegeto und Goku Rose, glaube ich. Und Pan. Genau, Pan hatten wir auch noch. Aber bis sonst nichts mehr irgendwie. Keine Ahnung. Das stört mich so ein bisschen. So, C17 Guldo mit am Stüssel.
Dann haben wir Trunks. Oh Gott, das Outfit sieht geil aus. Dann haben wir Gimbale. Gimbale. Und wir haben C18. Ja. Okay. Dann haben wir einen Trunks und das ist leider nicht der neue Trunks, dieser GT-coole Trunks, sondern das ist ein älterer hier. Aber gut, wenigstens noch mal ein SSR. Direkt noch mal ein, der dritte SSR hintereinander. What the fuck, Golden Freezer mit dabei. Komm, wollt ihr mich verarschen? Der vierte, das ist auf jeden Fall der neue Trunks hier, der GT-Trunks. Alter, der sieht so geil aus, ich will den haben. Alter, vier SSR. Komm, einer geht noch. Leider nein. Dabra. Der lacht auch nur so. Haha, du hattest Glück, mein Sohn. So. Natürlich wieder Zabon. Alter, vier SSR hintereinander. Also damit bin ich auf jeden Fall komplett zufrieden mit 30 Steinen. Ullululululu. Das war nicht schlecht. Also, Herr Specht. So, weiter geht's. Oh Mann, ey. Ich bin doch total gaga im Kopf, oder? Ja, ich bin gaga im Kopf. So, das wäre jetzt der dritte Multi. Danach können wir den Free machen. So, komm Goku, zeig uns, dass du nochmal sowas Krasses raushauen kannst. Also bis jetzt hatten wir bei diesem Multi, was wir gerade hatten, das meiste Glück. Das ist so für mich einfach das meiste Glück, was werden, weil 4 SSR auf einen Schlag mit 30 Steinen, das ist schon ordentlich. So, hier haben wir Maturon, das Wildschwein. Dann haben wir hier Shugesh, C18. Und wir haben natürlich wieder diesen Trunks, diesen neuen GT-Trunks. Nicey Dicey. So, ich liebe STR-Charakter. Und wir haben wieder einen Golden Freezer. Was ist los? Was ist hier los, Alter? Komm, noch ein. Alter. So, das müsste Bujin sein. Ja, genau, Bujin. Und dann haben wir Pilaf wieder. Guten Roshi. Komm schon, komm schon, komm schon. Trunks, Trunks, Trunks. Freezer, Freezer, Freezer. Das war nichts. Aber nichts kann man nicht sagen. Also hier nochmal zwei Charaktere bekommen. Zwei SSR, auch wenn er den einen schon hat, aber den Freezer. Weiß nicht, ob er ihn schon hat, aber hey, kann man mal machen. Kann man mal machen. Also so hintereinander so viel Glück zu haben, krass. So, nächster, Multi-Summon Free. So, danach dürfen wir noch zwei machen. Die restlichen 25 Steine soll ich übrig lassen. Da wird er wahrscheinlich dann, denke ich jetzt mal, irgendwelche Singles bei dem Vegeta, bei dem Goku-Banner machen, denke ich jetzt mal. Aber gucken wir mal. So. Vielleicht macht er weiter bei Vegeta. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Und haben wir nochmal Glück. Leider keine extra Animation noch dazu. Das wäre nochmal schön gewesen. C18. Dann hätten wir Dabra wieder. Dann haben wir Krillin. Ich klicke mich jetzt ein bisschen schneller durch. Tau Bai Bai. Kibitoshin. Yamchu. Yajirobi. Und wir haben einen weiteren SSR. Und zwar Great Saiyan Man, Super Saiyajin 2, Rage of Justice. Oh, das ist geil, ey. Rage of Justice, Great Saiyan Man, Super Saiyajin 2. Das hört sich doch cool an. Alter. So, ohne den Helm und so sieht das schon ganz geil aus. So diese grüne, ja, dieses grüne G, nennt man das ja. Das sieht schon irgendwie geil aus. Ich glaube, das müsste nicht das der sein, wo dann die Sonnenbrille später aufhat, wenn man den awaked und dann so komplett ausrastet. Ich glaube, das ist der, oder? Könnte mich ja gerne verbessern. So, dann hätten wir wieder Yakon, der natürlich wieder nach Energie sucht, nach Ki, um natürlich wieder zu platzen. Dann haben wir Up. Okay. Also, boah. Ja, der physische Gohan, der ist doch toll. Der ist doch toll. So, dann würde ich mal sagen, machen wir direkt weiter. Wir können jetzt noch zwei Multis machen, genau. So. Mal gucken, ob wir jetzt hier nochmal irgendwo nochmal ein wenig Glück haben werden. Ich muss immer so ein bisschen auf die Zeit gucken. So. Release und zack, raus damit. Super Saiyan 2, kommt 3. Verdammt. Extra Animation, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Leider nein. Aber wir haben es auch schon ohne extra Animation ganz gut hinbekommen bis jetzt. So, Freezer. Dann haben wir Zabon. Komm, ein SSR geht noch. Oder zwei, komm schon. Okay, wiederschön. Dann hätten wir Bido. Oh, wie so ein Vogel, ey. Dann Rikum. Frost. Ich finde es schade, dass Universum 6 so wenig Charaktere bekommen hat. Also die haben so, jeder so seine Einzelform da bekommen, keine Ahnung. Und die sind gar nicht so toll gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mich damals eigentlich so ein bisschen gefreut, wo die angekündigt wurden. Aber vielleicht kommt ja das ein oder andere Mal irgendwie mal so ein richtig geiles, keine Ahnung, Universum 6 LR-Team-Karte. Das wäre doch mal geil. So mit Hit, Frost, Kaba,
Botamo und Mageta, dass die da alle so drauf sind und das als eine LR-Karte. Wow, das wäre schon ganz geil. Und dann als nächstes das mit Universum 7 nochmal. Oh, shit, Digga, wäre das eine geile Karte. Ja, so, so ein bisschen wie das Genioforce LR-Team-Dings-Karte-Dings-Teil-Bums. Ihr wisst, was ich meine. So, so ein bisschen stelle ich mir das vor. Das wäre schon ganz geil. Hätte ich schon irgendwie Bock drauf. So, letzter Multi. Jetzt nochmal wirklich die Hände zusammenklatschen und nochmal beten, damit wir jetzt hier diesen verdammten Vegeta mal ziehen. Sollte reichen. So, mehr kann ich jetzt nicht machen. Das ist jetzt wirklich der letzte Multi, den ich raushauen kann. Moment mal. Müsste ich danach nicht einen Free-Multi kriegen? Wenn ich 6-mal jetzt gezogen habe? Doch, ich müsste, glaube ich, noch einen Free-Multi kriegen. Dann können wir doch nochmal. Vielleicht kriegen wir ihn. Ich weiß gar nicht. Ich habe da jetzt gar nicht mitgedacht gerade. Aber sehen wir ja gleich. Nappa. Dann Muten Roshi. C16. Gohan. Ja, Jirobi. Goten. Ach, das sieht schrecklich aus. Chui. Keine Ahnung. Cell. Das sieht schrecklich aus. Pan, das sieht... Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Einen weiteren Banner-Charakter. Und zwar... Exalted Ideals Goku Black Super Saiyan Rose. Mein Englisch ist toll, ich weiß. Danke. Oh Mann, hast auf jeden Fall wenigstens noch mal einen Banner-Charakter bekommen. Jetzt gucken wir aber mal, ob du noch einen Free kriegst. Nee, kriegst du nicht. Belastend. Das ist belastend. Stimmt, wir haben ja, ich habe vor diesen Free-Multi noch dazu gezählt, deswegen 6. Das ist klar. Wir müssen jetzt noch einmal machen, dann kriegst du einen Free-Multi. Aber so viele Steine hast du nicht. Deswegen kann ich da auch nicht weitermachen. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass du ja auf jeden Fall gut abgeräumt hast. Ich hoffe, dass du mit deinen restlichen 25 Steinen vielleicht doch nochmal einen von den zwei Hauptbanner-Charakteren ziehst. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Account. So, Freunde, da sind wir auf jeden Fall schon wieder zurück. Ja, es geht auf jeden Fall direkt weiter. Jetzt sind wir am Account von Jason 74.112. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Deswegen hauen wir direkt raus. Mir wurde direkt gesagt, ich soll hier nur Multis machen. Solange ich Multis machen kann, darf ich alles raushauen. Ich soll keine Singles machen, weil er die hasst. So hat man es mir auf jeden Fall gesagt oder geschrieben, besser gesagt. Und das werde ich natürlich auch berücksichtigen. Deswegen legen wir direkt mal los. So. Ja, das mit den Singles kann ich so ein bisschen verstehen. Also ich habe mit Singles eigentlich auch nie so wirklich Glück gehabt. Ganz, ganz selten. Also das Krasseste eigentlich, was ich jemals in Single gezogen habe, war Super Saiyan 4 Goku. Ja, damals bei JP. Das habe ich sogar offscreen geschafft. Dann habe ich das damals mit ins Video, glaube ich, reingeschnitten und habe dann mich gefreut. Aber, nein, gut. Ich glaube aber, ich habe natürlich auch ein paar andere SSRs im Single gezogen, aber ich glaube, das war so der krasseste Charakter. So, wir haben auf jeden Fall den ersten Banner-Charakter und zwar direkt mal Super Saiyan Trunks GT ist am Start. Sehr gut. Mal gucken, ob wir direkt gleich mehr bekommen. Satan mit diesen komischen Haaren. Ganz ehrlich, wenn meine Haare so wären, hier so oben glatze und an den Seiten Haaren, ich würde mir komplett eine Glatze machen. Keine Ahnung. Das sieht so hässlich aus. Keine Ahnung. Nee, so würde ich auf jeden Fall nicht rumlaufen. So, Dabra. Dann haben wir Kibito. Dann haben wir Ser, zweite Form. Dodoria. Komm, ein SSR geht doch noch. Komm schon, der Jason, der freut sich. Videl. Komm schon. Ah, Supreme Kai of Time. Nee, nicht of Time. Supreme Kai einfach nur. Der Kaioshin. Leider nur ein Banner-Charakter, aber hey, für 25 Steine kann man nicht meckern. Dann machen wir direkt weiter. So, ich muss mal überlegen. Na egal, ich mache jetzt einfach meine Multis da, bis es einfach nicht mehr geht. So, Satan linke Seite. Wenn jetzt kein Super Saiyan kommt, hast du eigentlich safe ein SSR. Ah ja, klar, dass das Super Saiyan wieder kommt. Das war einfach klar. Es war so klar. So, mal gucken. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, aber auch nur einmal Super Saiyan 3 Animation, oder? Das glaube ich, ja. Oder zweimal. Ich glaube einmal in dem Video. So, Trunks. So, C18, den haben wir noch. Nappa, geht mir hier ein bisschen schneller gerade wieder durch. Freezer, nochmal dieser hässliche Nappa. Pan, leider nicht den Banner-Pan. Dann haben wir hier Nail. Der sieht schon ganz geil aus, so. So, hier mit diesem Mantel da und so, aber Nail ist ein Scheiß-Charakter. So, dann haben wir Rico. Pilaf natürlich mal wieder. Master Roshi, maximale Power. Naja, das war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen mal wieder. Gehen wir gleich wieder zurück. So, hier müssen wir hin. So, danach können wir auf jeden Fall ein Free Multi machen. Und dann reicht es noch für einen. Also wir können jetzt den noch machen und zwei. Also den Free und nochmal einen normalen Multi. Das sollte dann reichen. So, und los geht's. So, ich weiß nicht, ob ich geboost hatte. Super Saiyan 2 und... Ah, belastend. So. Wir haben natürlich wieder Nail.
Dann haben wir hier Super Trunks oder auch Ultimate Trunks. Hier heißt das Super Trunks, Surgeon Spirit Super Trunks. Alter, diese Augen. Ich finde das immer voll ekelhaft. Kennt ihr das so, wenn die Augen so, wenn man so hier diesen macht und die Augen so komplett irgendwo im Hinterkopf verschwinden? Ich finde das sowas immer richtig ekelhaft. Keine Ahnung. Mag ich überhaupt nicht sowas. So, dann hatten wir C19 mit seiner Hand so. So. Und natürlich wieder Pfui. Ich nenne ihn immer Pfui. Pfui, Pfui. Pfui. Supreme Keim. Natürlich. Krillin auch wieder am Start. Chichi. Freezer, zweite Form. Goten. Vegeta. Ja, wenigstens ein SSR hast du noch bekommen. Wenigstens den. Mit dem habe ich eigentlich so gar nicht gerechnet. So, jetzt kriegst du den Free-Multi und dann können wir noch einen Multi machen. Jetzt habe ich mal ein bisschen länger wieder gepustet. Ich mache ja mittlerweile diese kurzen Puste nur noch. Dieses. Weil, ey, Freunde, irgendwann verrecke ich, wenn ich hier die ganze Zeit mein Leben lang nur noch puste, ey. Und, aber ich muss mal wieder anfangen, mal wieder kräftiger zu pusten. Vielleicht hilft es dann auch wieder, dass wir hier mal wieder bessere Charaktere ziehen. Wir haben noch nicht mal diesen Vegeta bekommen. Das ist total krank. Das ist einfach nur krank. So, Freezer. Und dann haben wir natürlich nochmal Freezer. Und wir haben Cell. Was ist da los? Passt ja auch so ein bisschen mit Super Trunks und Cell. Passt so ein bisschen. Perfect Cell ist auch am Start. Dann haben wir Fascha oder auch Fatma. Fadi, Fatma. Dann C16. Guckt euch mal dieses Face an. Das sieht so, ich weiß nicht. Das sieht einfach hässlich aus. Keine Ahnung. Pilaf. Wir haben ihn gezogen. Super Saiyan 4 Vegeta. Oder Vegeta, wie es im Japanischen heißt. Crimson Flare. Super Saiyan 4 Vegeta. Boah, sieht das. Oh, ich feiere das einfach. Hammer. Einfach diese Weltkugel im Hintergrund und dann diese Power. Geil einfach. Geil. Glückwunsch auf jeden Fall an den Jason schon mal, dass er den bekommen hat. Du bist der Erste von den ganzen Accounts. Du bist der Erste, der den jetzt bekommen hat. Also kannst dich echt geehrt fühlen. Ja, so. Du weißt, gell? So, Tau Bye Bye wieder am Start. Jakon. Dann C16 mal wieder mit dieser komischen Fresse. Also, ich bin zufrieden. Ich glaube, das war sogar der Free-Multi, oder? Doch, das war der Free-Multi. Alter, wie kann man bei so einem Free-Multi nur sowas ziehen? Okay, machen wir den letzten Multi. Vielleicht kriegen wir hier noch einen von diesen zwei Banner-Charakteren oder Super Baby. Oder Super Babe. Oh. Multisam. So. Sollte reichen. Ich hoffe und bete, dass es jetzt klappt. So, das waren leider nur zwei Raumschiffe. Das ist nicht so pralle. So, mal gucken. Dun. Und, oh, thank you, Dragon Balls. Mal gucken. Also, du kriegst auf jeden Fall ein SSR. Mal gucken, was du da rausbekommst. Erstmal Wildschweinchen wieder. Dann bekommst du leider wieder diesen Trunks. Ja, kannst auf jeden Fall für dieses Dings-System da nutzen hier. Ja. Kann man nichts machen. So, Chess oder wie auch immer. Dann haben wir Amund. Great Saiyaman. Goten GT. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dann haben wir wieder Amund. Tenshin Han, komm, einer geht noch. Muten Roshi. Yakon, komm schon, gib ihm noch einen. Leider nein. Gut, Kollege. Die 35 Steine, die kannst du dann verwenden, wie du willst. Auf jeden Fall hast du Super Saiyan 4 Vegeta gezogen. Kannst du richtig stolz drauf sein. Also, der war auf jeden Fall bis jetzt echt am schwierigsten zu ziehen. Also, da sah es bei Goku auf jeden Fall anders aus. Den habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal bekommen. Hier, den Vegeta bis jetzt noch gar nicht. Also, bis auf jetzt halt. Aber auf jeden Fall Glückwunsch, Jason. Und ich würde mal sagen, machen wir doch einfach weiter mit dem nächsten Account. So, und da sind wir auch schon im nächsten Account drin, und zwar von Michael. Ja, ich habe mir gerade sagen lassen, dass das gerade sogar Brüder sind, der Michael und der Jason. Von daher auf jeden Fall Glückwunsch auch dafür. Ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Hier darf ich machen und tun, wie ich will bei Vegeta. Also ich darf wirklich komplett alles raushauen, wie ich möchte. Das ist auf jeden Fall immer eine super Sache für mich. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch machen. So, mal gucken, ob ich für dich auch den Super Saiyan 4 ziehe wie für deinen Bruder. Wäre auf jeden Fall eine super Sache. Ich meine, wäre dir natürlich jetzt irgendwie belastend, wenn dein Bruder den kriegt und du nicht. Deswegen, ich gebe mein Bestes. Ich hoffe natürlich auch, dass du ihn jetzt auch kriegst. Und wenn der liebe Gott nett zu dir ist und du ein artiger Bursche warst, dann wirst du ihn jetzt bekommen, okay? Und wenn ich jetzt das Ganze predicted habe, dann bin ich einfach nur ein Boss, okay? So, wir haben auf jeden Fall Son Goten GT. Dann haben wir C17. Guldo. Also, Michael, hier. Also, jetzt werden wir herausfinden, ob du ein lieber Bursche bist.
Ocean Shenron. Dann haben wir Cell. Und wir haben einen Blue. Ja, Goku. Super Saiyan Gott, Super Saiyan Goku. Leider kann der nicht UR werden, glaube ich. Doch, er kann UR werden, aber nicht T-UR oder sonst irgendwas. Das ist belastend. Und ja, den habe ich auch mal gezogen. Und ich dachte, das wäre ein cooler Charakter, aber es ist leider kein cooler. Aber gut, musste halt leider mit leben. Aber wenigstens SSR schon mal. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, Son Gohan, Super Saiyan GT haben wir auch. Dann haben wir Nail. Und wir haben Jinyo. Und wir haben Goten GT wieder. Okay, leider war Super Saiyan 4 Vegeta noch nicht am Start. Aber du hast auf jeden Fall noch die Chance, ihn zu ziehen. Keine Sorge. Keine Sorge, noch ist es nicht zu spät. Oh, es wäre schon cool, wenn ich für ihn das jetzt auch drehe oder so. Keine Ahnung. Ich will nicht, dass der eine jetzt das andere nicht sieht und so. Keine Ahnung. Das ist so belastend. Jetzt ist so ein Druck auf mir. Keine Ahnung. So auf meinen Schultern ist eine Last. Und ich fühle mich dazu gezwungen, Vegeta zu ziehen. So, wir haben auf jeden Fall Super Saiyan Bardock. Schau mal. Leider kein SSR. Schon wieder dieser Goten. Was ist denn los, ey? Die ganze Zeit den nicht bekommen. Jetzt kriege ich den nur noch auf den Nacken geklatscht die ganze Zeit. Dann Zabon wieder. Gohan. Supreme Kai of Time. Beerus. Dann haben wir noch Vegeta. Muten Roshi. Cell. Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Frost. Eie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 
Wieder Bulma. Doch der Mensch, kann gleich weg. Napalm. Goten kann ich langsam nicht mehr sehen. Den kannst du bald auf maximal SA hochmachen, wenn es so weitergeht, so oft wie du den jetzt schon bekommen hast. Zell, erste Form. Dann hast du den nächsten Banner-Charakter und zwar Pan GT. Sehr schön. Komm schon, aber da geht noch mehr, ey. Wer will schon Pan, wenn es da schon noch so andere Charaktere gibt? Wieder Gohan mit seinem Energieball in der Hand. Wieder Hase schon ron oder Haze. Yamchu. Das tut mir aber leid. Aber komm, hey, wenigstens ein Banner-Charakter. Ich versuch's immer irgendwie so ein bisschen gut zu reden. Ich weiß, Freunde, aber das muss man einfach machen. So, weiter geht's. So, letzter Multi. Das ist jetzt der allerletzte Multi. Ich puste sogar nochmal. So, das waren jetzt, glaube ich, 4 Raumschiffe oder so. Komm schon. Gib ihm jetzt diesen verdammten Vegeta. Super Saiyan 4, komm schon. Extra Animation und... leider nicht. Okay, Yajirobe. Krillin. Nochmal Krillin. Geil. Oh! Hoho! Yeah, Mann. Hast hier auf jeden Fall den Goku Black Super Saiyan Rose bekommen. Nice Sache. Dann hast du auf jeden Fall Buu bekommen. Wenigstens nochmal einen Banner-Charakter bekommen. Zwar einen guten Banner-Charakter auch noch. So, aber da geht noch einer. Komm, einer geht noch. C17. Einer geht noch. Komm schon. Und da ist er. Und das ist Hit. Das erkenne ich jetzt schon. Hitsama. Hast du auch bekommen. Nice, Alter. Auch wenn die Pose kacke ist. Ich meine... Ich weiß nicht, was das gerade sollte, aber... Ich bin Hit. Okay, machen wir weiter. Gohan. Genau noch. Piccolo. Okay, hey, wenigstens hast du nochmal 2 DBS-Charaktere bekommen. Ein Banner-Charakter sogar noch. Ist auf jeden Fall super. Jetzt kommen wir aber wirklich zum allerletzten. Und das ist eben der Single. Der Single-Summon. Der Single-Summon. Der Single-Summon. Los geht's. So, wenn du den jetzt kriegst, ey. Größtes Luck ever, ey. Wirklich. So, gucken wir mal. Ein Raumschiff, geil. Also das nenne ich auf jeden Fall schon mal Glück. Nicht? So, mal gucken, ob es jetzt reicht. Super Saiyan 4. Vegeta, erscheine! Oh, es ist Yakon. Ach Mann, Yakon. Kein Mensch braucht dich. Belastend. Gut, dann hätten wir das jetzt auch geschafft mit dem Account. Es tut mir natürlich leid, aber du hast dafür auf jeden Fall ein paar coole SSR-Charakter bekommen. Ich möchte einfach jetzt mal ganz kurz gucken, was du so hast. Das muss ich jetzt einfach mal machen. Dass ich jetzt einfach mal kurz sehe, was du so hast. Den Shit können wir einfach mal alles wegmachen. Ob du schon einen oder... Ah, den hattet ihr schon. Aber er hat LR Gohan. What the fuck, ey? Das müsste doch der sein, oder? Das ist der LR Gohan. Oh mein Gott. So, was hat der noch? Komm schon. Das sind meine Charakter hier. Den hat er bekommen. Jo, Alter. Sammelst du alte Männer, oder was? Die 3 hast du noch bekommen und da unten noch. Ja gut, also du kannst schon ein bisschen was damit anfangen. Auch wenn du schon so viele gute Charaktere hast. Digga, du hast LR Gohan. Und er hat sogar Buhan. Ach Junge, fick mich nicht. Oh Mann, Belastend. Okay, bevor ich jetzt hier noch komplett ausraste und den Account nicht mehr zurückgebe. Nein, Spaß. Würde ich mal sagen, gehen wir rüber zum nächsten Account. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Account und zwar bei The Renate und haben 162 Steine. Wir dürfen ja alles schön bei Vegeta raushauen und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch machen. Legen wir direkt los. So, Multisum. Also langsam komme ich jetzt echt an meine Grenzen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Accounts ich jetzt schon mittlerweile aufgenommen habe. Ich denke noch, vielleicht 1 oder 2 kriegen wir noch hin nach dem hier. Aber sehen wir dann auf jeden Fall gleich. Ja, so. Hau raus, Goku. Auf was wartest du? Hau raus, Digi. Du brauchst keine Erlaubnis von mir, dein Kamehameha abzufeuern. Oh, Moment mal. Nur Super Saiyan 1. Das müsste was heißen. Obwohl. Ich denke, wir bekommen jetzt ein SSR. Ich glaube, weil das ist untypisch, dass nur Super Saiyan kommt. Meistens immer Super Saiyan 2 safe dabei. Aber mal gucken. Also, ich denke, wir kriegen irgendwas Krasses jetzt. Irgendein SSR kriegen wir, glaube ich. So. Dabra. Boah, ich feiere dieses Artwork. So, Babidi. Wen haben wir noch? Arschgesicht wieder. Chichi. Ich wollte schon Videl sagen. Hier nochmal Chichi. Piccolo. Obwohl, Gohan. Obwohl, kriegen wir doch nichts. Dodoria. Tatsächlich? Okay. Also, das habe ich eigentlich noch nie so erlebt, dass ich nur Super Saiyan bekomme bei einem Multi.
Eigentlich Super Saiyan 2 ist eigentlich immer mit dabei. Keine Ahnung. Aber gut, dann halt nicht. Ist ja auch der Account von Ehren, von daher vollkommen verständlich. Nein, Spaß. So, machen wir weiter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So. So, Goku, hau doch raus. Kann man da nicht irgendwo einstellen, so Auto Kamehameha, dass er das einfach von alleine macht, Diggi? Er soll das einfach machen. So, Super Saiyan 2 ist dabei. Extra Animation ist nicht dabei. Aber wir haben auf jeden Fall gleich mal Super Saiyan Bardock bekommen. Ja, SSR direkt auf unseren Nacken. Dann Ginyu natürlich, der natürlich auch mal Doggy genommen werden möchte. Ich meine, Bata wird jedes Mal Doggy genommen. Ginyu möchte das einfach auch mal haben. So, dann haben wir Tao bye-bye. Raditz. Trunks. Warum Ehren? Warum Ehren? Krass, Alter. Einfach nur krass. Super Saiyan 4 Vegeta, der zweite im kompletten Video. Also ich werde auf jeden Fall gleich wohin gehen mit diesem Vegeta. Es geht direkt weiter. Cell auch noch. Ja, ist klar. Perfect Cell. Krass, Alter. Tau, bye, bye. So, Ocean Shenron. Den haben wir noch. Ginyu. Ja, gut. Also drei SSR, davon der Super Saiyan 4 Vegeta. Gut, also ich muss erst jetzt mal kurz mit euch wohin gehen. Um einfach mal jetzt hier mal ein bisschen Klarheit zu setzen. Ist einfach klar. Freunde, wir sind jetzt im Barbershop drin. Was kann man im Barbershop machen? Man kann da kaufen. Man kann aber auch Charaktere verkaufen. Und ich denke mir halt, Charaktere für PTS, also für diese Baba Points, wir können ja einfach mal runter. Oh, Moment mal. Der ist new. Der müsste doch bestimmt viel geben. Oh, 10.000. Ohoho. Oh, 20.000. Ohoho. Oh, 30.000. Ohoho. Wen können wir denn noch nehmen? Ja, gut. Hier können wir keinen mehr nehmen. Und jetzt drücken wir Confirm. Nein, natürlich nicht. Als ob ich das mache. Oh Mann, ey. Das wäre schön belastend gewesen. Einfach so den Ehren zu träumen, das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, das, ich weiß nicht, ich würde das schon feiern. Der Ding. Wetten, wenn er sich jetzt das Video anguckt, der sitzt so davor und denkt sich so, nein, safe, mach das bitte nicht. Nein, oh mein Gott. Oh Mann, ey. Also, ich sag's dir jetzt so, wenn du jetzt nochmal Super Saiyan 4 Vegeta ziehst, gehe ich Barbershop. Dann gehe ich Barbershop. Also dann verkaufe ich den. Weil dann, weißt du, Baba braucht auch so ein Bodyguard. Und wer ist da nicht besser geeignet als Vegeta? Super Saiyan 4. Also, perfekt. So, Dr. Gero. Gohan GT. Yamchu. Gohan. Oh Mann. Oh! Goku Black! Du weißt Bescheid, Digi. Nice, auf jeden Fall. Also, der Ehren hat ja auf jeden Fall mit seinen paar Steinchen auf jeden Fall ordentlich Glück, muss ich schon mal sagen. So, nochmal C16. Weißt du, alles, also die Charaktere, die ich jetzt gezogen habe, dafür haben Leute keine Ahnung, wie viel von hunderten Steinen ausgegeben. Er jetzt so, glaub, 105 oder so. Ich glaube, 105 hat er jetzt ausgegeben. Krass. Einfach nur krass. Aber machen wir direkt weiter. Jetzt kommt auf jeden Fall der Free Multi. So, danach können wir noch ein Multi machen und ein Single. Und dann hätten wir das mit dem Account auf jeden Fall auch schon wieder geschafft. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Waren ziemlich viele Raumschiffe. Raus damit, Goku. So, ich denke, Super Saiyan 3 Animation. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt. Ach, verdammt. Aber extra Animation. Komm schon. Komm schon. Verdammt auch nicht. Gar nicht. So, Gimbale haben wir. Dann Piccolo. Chi-Chi. Er kriegt auf jeden Fall diesen Hass-Trunks, den ich absolut abgrundtief hasse. Keine Ahnung, ich mag den aber nicht. Ihr habt ja meine Geschichte dazu gehört im letzten Part, falls ihr den Part gesehen habt, den super tollen langen Part. Auf jeden Fall, der geht mir dezent auf die Eier. So, Tau bye bye. Dazu haben wir Pan. Den haben wir noch. Yakon. Cell. Ah, sieht nicht gut aus. Ich glaube, jetzt kriegt... Oh! Er kriegt einfach noch einen Banner-Charakter. Charakter und zwar den neuen Super Saiyan Trunks GT. Hat er jetzt auch noch bekommen. Also, Ehren, ich muss dir ehrlich sagen, hier mit den paar Steinen, die du jetzt hier ausgegeben hast, hast du ordentlich abgeräumt. Ich würde schon fast sagen, am besten von allen bis jetzt sogar. Krass, Alter. Aber ich gebe trotzdem keine ganzen Steine aus. Also, Super Saiyan Blue Vegeto fehlt noch und Super Baby 2 fehlt noch.
und Pan. Dann hast du alle. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja jetzt noch hin. Das ist auf jeden Fall der letzte Multi, den wir jetzt hier machen können. So. Und wir haben auf jeden Fall Thank You Dragon Balls. Also du bekommst auf jeden Fall einen SSR-Charakter, aber nur wen? Das ist natürlich die große Gewinnspielfrage hier. Spobovich, Trunks. Dann haben wir Tau Bai Bai. Golden Freezer! Mit dieser geilen Pose. Alter, dieser Blick von dem. Geil einfach nur. So, mal gucken, ob vielleicht noch einer drin ist. C19. Vegeta. Genio. Komm schon, einer geht noch. Cell. Komm schon. Ciao, Su. Alter, diese Ohren, ey, der hebt ja fast ab. Er kriegt einfach noch Super Saiyan Blue Vegeta, Alter. Krass, Digi. Krass. Alter. Alter, also ich muss ehrlich sagen, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wer von den ganzen Leuten hier am besten abgeräumt hat. Meiner Meinung nach bis jetzt auf jeden Fall Ehren. Also mit den paar Steinchen, die er da hat, ich glaube etwas über 160 oder so. Krass. Also das ist schon wirklich krass, Alter. So, Single Summon. Letztes Summon, das wir machen können. Okay, Freunde, gucken wir mal, ob es jetzt noch reicht für einen Banner-Charakter. Ich denke nicht, aber er kann auf jeden Fall nicht enttäuscht sein. Das ist auf jeden Fall krass, was er gezogen hat. Und raus damit jetzt. Komm schon, Goku. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und es ist Tamburin. Tamburin, Tamburin. Ja, das war's dann auf jeden Fall. Wir können ja ganz kurz reingucken. Hat er sich auch gewünscht, dass bei ihm reinguckt. Ja, da hat er ihn. Da, Alter. Also du hast die auf jeden Fall noch nicht mal. Ja, den Vegeta kannst du gar nicht haben. Aber die zwei hattest du auf jeden Fall noch nicht. Den Trunks hattest du scheinbar auch noch nicht. Den kannst du auch noch gar nicht gehabt haben. Aber ich denke mal, das hat sich hier für dich gelohnt. Den Freezer hattest du auch noch nicht. Den Bardock auch noch nicht, so wie ich hier sehe. Nee, also doch, den Freezer hattest du schon hier. Den Freezer hattest du schon. Also ich würde schon sagen, dass sich das Ganze hier für dich irgendwie gelohnt hat, oder? Aber den Cell hattest du schon. Aber gut, das hat sich für dich definitiv gelohnt, Freundchen. Also da kannst du echt auf jeden Fall glücklich sein. So, jetzt würde ich aber sagen, dass ich mal mit dem letzten Account, glaube ich, jetzt weitermache. Ja, das sollte dann auf jeden Fall auch reichen. Gehen wir rüber zum letzten Account. So, meine lieben Freunde, da sind wir auf jeden Fall auch schon wieder zurück. Und das ist jetzt auf jeden Fall der letzte Account, den wir bearbeiten werden. In dem Sinne, ja, bearbeiten. Und hier darf ich leider nicht alle Steine raushauen. Das muss ich natürlich dann an der Stelle auch respektieren. Hier darf ich die ganzen drei Multis machen und den Free Multi. Also vier Multis können wir jetzt machen. Den Rest muss ich übrig lassen, weil er wahrscheinlich bei Goku noch ziehen möchte oder so. Keine Ahnung. Aber das müssen wir natürlich an der Stelle respektieren. Und deswegen legen wir auch direkt los. So, mal gucken, ob wir jetzt wenigstens noch einmal den Vegeta ziehen. Also es wäre auf jeden Fall nochmal echt cool, jetzt den noch einmal zu bekommen. Ich glaube, wir hatten den jetzt zweimal, weil jetzt ist wieder so eine kleine Zeit vergangen. Ich glaube, fast eineinhalb Stunden sind jetzt vergangen, weil ich nochmal auf den Account warten musste. Deswegen habe ich das jetzt gerade nicht mehr im Kopf, ob jetzt wir den zwei- oder dreimal hatten. Aber ich denke, zweimal waren es, glaube ich. Aber mal gucken. Obwohl, es waren dreimal, oder? Es waren zweimal. Es waren zweimal. Bleiben wir einfach dabei. Es waren zweimal. So, Beerus haben wir als erstes. Dazu dann gleich mal Rico. Dann natürlich Tabel. Guldo haben wir auch noch dazu bekommen. C18. Und wir haben den ersten Banner-Charakter bekommen. Und zwar Blue Vegeto. Einfach ein geiler Charakter. Ich könnte heulen, weil ich ihn selber nicht habe. Auf jeden Fall Glückwunsch schon mal an FF Ace, hieß er, glaube ich. Grüße gerne auf jeden Fall raus. Der hat mir auf jeden Fall mal geholfen. Der hat mir, als ich meinen JP-Account verloren hat, hat er mir seinen JP-Account gegeben. Auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an dich. Ich bin immer noch dran, Steine zu sammeln für meinen JP-Account. Also, danke nochmal an dich. Hab das nicht vergessen. So. Ja, Amund haben wir hier. Und dann haben wir Pan. Wen haben wir noch? Wir haben noch Chief. Oh yeah. Okay, also ich denke mal, für 25 Steine ist das vollkommen okay. Mich würde es jetzt nur mal interessieren, ob er den schon hat. Das würde mich jetzt echt interessieren. Und er hat ihn schon. Scheiße. Okay, dann würde das wahrscheinlich nicht so wirklich viel bringen. Aber Pech gehabt. Gut. Kacke. Okay. Scheiße, Mann. Jetzt ist das so wieder so ein Gefühl für mich. Ja, geil. Braucht er eigentlich gar nicht. Machen wir weiter. So, jetzt will ich aber den Super Saiyan 4 Vegeta haben. Komm schon, das hat er sich verdient, ey. Der Typ, der hat sich einige Karma-Punkte bei mir gesammelt. Also der verdient jetzt hier auf jeden Fall den Super Saiyan 4 Vegeta. Sonst bin ich enttäuscht. So, komm, extra Animation. Komm schon, leider nicht. So, als erstes den Goku. Dann Great Saiyaman. Videl natürlich. Krillin. Sieht nicht gut aus. Babidi. Cell.
Komm schon. Gib ihm wenigstens ein SSR. Wenn es nicht Vegeta ist. Komm schon. Nice. Ah, Buu. Der heißt sogar Mr. Buu. Okay, er hat den Goku hier. Den AGL Super Saiyajin 3 Goku GT. Okay, das ist ein blauer. Ich muss jetzt trotzdem mal kurz gucken, ob er den hat. Ich weiß nicht, gerade bei ihm muss ich jetzt einfach mal kurz gucken, ob er den schon hat. Den hat er noch nicht. Sehr gut, wenigstens ein neuen. Ich weiß, es nervt gerade, dass ich ihn wieder zurückgehe, aber mich interessiert es einfach gerade irgendwie bei ihm, dass, ob er den hat oder nicht. Keine Ahnung. So, machen wir weiter. So, das ist jetzt der dritte Multi und danach können wir noch den Free machen. Mal gucken. Satan, linke Seite, sehr gut. Jetzt am besten kein Super Saiyajin. Komm schon, komm schon, komm schon. War ja klar. War ja klar. Wenn man sich einmal keinen Super Saiyajin wünscht, kommt trotzdem Super Saiyajin. Nicht mal eine Dreier-Version. Verdammt. Extra Animation? Natürlich nicht. Okay, wir haben Uub. Wir haben Yamchu. Wir haben Golden Freezer. Nice, Alter. Golden Freezer. Gucke ich nachher erst. Und wir haben noch einen. Wir haben Blue Vegeta. Nice, Alter. Wen haben wir noch? Wir haben Taguma, wir haben Buu mit Gotenks absorbiert, wir haben nochmal Gohan, Shen haben wir, den haben wir noch, komm jetzt gib ihm doch diesen Vegeta, verdammt, den hat er sich doch verdient, Jacko, Bulma, ja, ja, guck erst gleich nochmal, ob er die hat oder nicht, so, letzter Multi, das ist jetzt der allerletzte Multi für das ganze Video eigentlich, Freunde. So, sollte reichen jetzt. Mehr kann ich nicht machen. Also jetzt habe ich gepustet. Digga, ich habe so gepustet, ey, ich wäre fast gestorben. Krankenwagen war schon auf dem Weg. Nein, Spaß. So, und los geht's. Ich habe Angst. Ich habe einfach nur Angst. Nicht mal Super Saiyan 3 Animation. Extra Animation wenigstens? Auch nicht, okay. Drum. C17. Lappen Gohan. Videl. Oh shit, ich habe Angst. Kimbale oder Jimbale, dann Bulma. Ah, es wird knapp. Yamchu? Komm schon. Kaba oder Kakao oder wie auch immer. Piccolo. Ach komm, ey, das wird nichts. Frost, sag ich schon. Freezer. Nee, also das war auf jeden Fall das. Alter, guck mal, wie viele Rare-Charaktere. Oh Gott, Alter. 6 Rare-Charaktere ist ja richtig belastend. Nee, 7 sogar. Eieieiei, das ist auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen gewesen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz noch, ob er wenigstens einen von den zwei nicht hatte. Wir haben gerade nochmal den Vegeta gezogen, den hat er nicht. Und wir haben den Freezer gezogen, den hat er auch nicht. Yeah. Okay, 3 Charaktere hast du bekommen, die du nicht hast. Einen hattest du schon. Ich denke, das ist eine ganz gute Latenz, kann man ja mal so sagen. Ansonsten war es das schon von diesem Video, Freunde. Was heißt schon? Es ist auf jeden Fall wieder ein langes Video geworden. Ich habe keine Ahnung, wie lange, wie viele Steine, keine Ahnung. Das werde ich alles im Schnitt danach rechnen, wie viele Steine und wie viele Minuten und was weiß ich. Deswegen, ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Freunde. Ich denke, das war es jetzt erstmal wieder ein bisschen für Dokkan Battle. Also es war jetzt wieder wirklich eine Menge Arbeit, diese ganzen Videos zu schneiden. Ich hoffe, ihr schätzt so ein bisschen diese Arbeit. Und das sollte dann auch dieser Zweiteiler des 50K-Spezial sein. Einfach mal hier wirklich die übertriebenste Länge eines Dokkan-Videos rauszuhauen. Ich denke, die 1 Stunde 20 haben wir nicht übertroffen. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber wir sind ganz gut rangekommen, würde ich schon sagen. Ja, wir sind auf jeden Fall ganz gut gewesen, dabei gewesen. Ja, Freunde, das war's dann auf jeden Fall für ein Video. Mich würde es freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Zeigt es einfach mit einem Daumen nach oben. Es tut euch echt nicht weh. Support ist kein Mord. Wenn der Daumen oben ist, wird sich der Spooky freuen. Und deswegen schreibt auch eure Meinung in die Kommentare. Ihr könnt ja gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt. Interessiert mich auch immer. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, haut rein. Du hast das Potenzial, tritt mit in die Ninja-Crew. Hier sind Leute dabei, wir sind genau wie du. Haben Träume, die erfüllt werden müssen. Super Saiyajin, Blue Kaioken, werden sie schützen. Denn Son Goku ist auf unserer Seite und auch Vegeta unterstützt die Ninja-Crew. Hebt die Hände, jeder von euch Ninjas muss uns helfen für die Genki-Dama.